Durch die teilflächenspezifische Bewirtschaftung bei uns im Betrieb können wir besser auf unsere einzelnen Ackerflächen eingehen, vor allem bei sehr heterogenen Ackerflächen mit einem großen Sprung der Bodenpunkte und der Bodengüte. Ist es sehr wichtig, da differenziert auf Basis des Bodens dann die Nährstoffe auszubringen oder Pflanzenschutzmittel auszubringen, und dadurch ist quasi eine Applikationskarte unabdingbar im Betrieb geworden. Durch die teilflächenspezifische Bewirtschaftung kann beispielsweise bei unseren sehr heterogenen Flächen der zur Verfügung stehende Dünger optimal auf der Fläche verteilt werden. Ohne den Bodenprobenservice geht es aus unserer Sicht gar nicht mehr. Zum einen hätten wir die Arbeitsleistung im Betrieb gar nicht dafür, die Bodenproben selber zu ziehen, und auf der anderen Seite würde uns auch der Nährstoffüberblick über unsere Ackerflächen fehlen. Wir nutzen seit 2017 den Next Farming Green Seeker mit guten Erfolgen und haben dann seit 2020 dann die Software, die dazugehörige Software im Betrieb dann eingerichtet. Und für mich sind die größten Vorteile von Next Farming, dass man quasi ein einheitliches System hat, wo man quasi alle Belange mit abarbeiten kann. Sei es der Bodenprobenservice, sei es die teilflächenspezifische Bewirtschaftung, die Schlagkartei oder die Pachtflächenverwaltung. Man hat alles in einem System und mit einem Datenstamm. Man spart sich einfach andere Programme.